Los geht's. Danke sehr. Dieser Vortrag offene Fahrplandaten in Deutschland von der Zeit, das ist ganz interessant. Der kann 3 Stunden einnehmen, wo wir einfach mal ranten darüber, wie wir versuchen, die Fahrplandaten von Verkehrsverbünden zu bekommen. Bis zu 10 Sekunden, wo wir sagen, gibt so gut wie nichts, geht nach Hause. Wir versuchen jetzt irgendwie so einen Mittelweg mit 5 Minuten zu finden und auch das auch ein bisschen positiver zu gestalten. So, das ist die Karte von Verkehrs- und Tarifverbünde in Deutschland. Es gibt noch verbundsfreie Kreise. Insgesamt haben wir ca. 120, 140 Einheiten, würde ich sagen, in Deutschland. Und davon stellen die Fahrplandaten zur Verfügung die hellgrüne hier oder die weniger hellgrüne hier. Also grob gesagt, das ist so ca. 14, 15 Stück. Von der Abdeckung ist es wahrscheinlich vielleicht nicht mal der 20%. Also ist es eigentlich die Situation, die nicht ganz schön ist. So, und dann wollte ich nochmal auf die Verfügbarkeit angehen. Das heißt nicht, also Verfügbarkeit von Fahrplandaten heißt nicht, dass die als Open Data da ist, das heißt mit einer richtigen Lizenz und so weiter, sondern ganz viele machen noch die Nutzungsbedingungen und auch die Lizenzen, die nicht besonders abfreundlich sind, die Lizenzen, wo die Namensnennung unbedingt da sein soll. Das Rote da unten, also das ist irgendwie so ein LED-Fahrplananzeige und das im roten Kreis da in der Ecke, das ist eigentlich die fortlaufende Attributierung, was laut Lizenz sein muss. Und das ist unsere Situation. Also das konnte auch in Twitter anschauen, das gibt ein Video dazu, ist ganz interessant. So, und in dieser Situation, also auch über meinen Arbeitgeber beziehungsweise von der Deutschen Bahn, auch nur wieder mal teilweise absurde Situation, wo wir eine Fahrplan-API haben, aber keinen Datensatz. Und dazu gibt es dann einen Fahrplan als Datensatz, aber inoffiziell, legal, aber inoffiziell, wo man das quasi selber scrapen kann. Das ist eine Anleitung dazu, hat jemand gemacht. Und da steht so irgendwie, so macht er das. Und übrigens, er startet diesen Skript und in 2, 3 Tagen ist das fertig. Also man scrapt da tatsächlich fast alles. Die Haltestellendaten haben wir auch gescrapt. Also es gibt auch Datensätze in GitHub. Und es gibt aber auch Hoffnung. Und da wollte ich auf einen Fall reingehen. Und zwar mittlerweile gibt es auch Neuzugänge in dem Bereich. Also VRR hat ein Open Data Portal gemacht, wo schon relativ, wo neue Datensätze da ist. Also es gibt so ein bisschen Bewegung. Das heißt, ein bisschen Hoffnung haben wir. Und was können wir selber tun? Wir wurden häufig gefragt, was kann man da tun? Sieht ja nicht so rosig aus und es gibt da eine Möglichkeit, weil wir werden sehr häufig gefragt, was man tun kann, um die Situation zu verbessern. Wir haben eine Plattform gestartet, die heißt Rette deinen Nahverkehr, weil wir häufig gefragt werden, wen schreibt man denn da an und was genau fragt man denn da, wenn man politisch irgendwas machen will, damit wir offene Fahrplandaten bekommen. Das ist Rette deinen Nahverkehr. Wir haben halt festgestellt, dass es nicht immer sinnvoll ist, die Verkehrsverbünde selber anzuschreiben, sondern dass es oft Sinn macht, die Landräte oder Oberbürgermeister anzuschreiben, weil die sind quasi ja für euch verantwortlich und die organisieren auch den ÖPNV mit. Und hier kann man einfach seine Postleitzahl eingeben und bekommt dann die Möglichkeit, zum einen wird die Telefonnummer des Landrats angezeigt und es gibt eine Argumentationshilfe, wie man ihn überzeugen kann, die Fahrplandaten zu veröffentlichen. Oder wenn man nicht so gern telefoniert wie ich, kann man hier einen Brief generieren, Namen eintragen, das ist alles kleinseitig, weil wir generieren dann ein schönes PDF, wo dann ein schöner Briefkopf und so weiter dran ist, wo aufgezählt ist, so ein bisschen Argumentation, so dass es auch jemand, der nicht so tief im Thema drin steht, versteht. Und was wichtig ist, oft geben die Verkehrsverbünde ihre Daten an zum Beispiel Google und wir finden es ein bisschen unfair, dass Google diese Daten bekommt, für kostenlos, ich als Bürger aber nicht. Einfach Briefmarke drauf und einen Briefkasten werfen, wir helfen auch ein bisschen, wir freuen uns, wenn ihr Antwort bekommt, dass ihr das an uns weiterleitet und wir helfen dann auch, wenn es einen weiteren Briefwechsel gibt, gern bei der Argumentation. Ja, ich freue mich, dass ihr heute Abend alle einen Brief in den Briefkasten werfen werdet. Vielen Dank. Danke sehr.